Im Herbst kann der Teichbesitzer den Grundstein für eine sichere Überwinterung seines Teiches und seiner Teichbewohner legen. Vor allem die sorgfältige Teichhygiene leistet dabei einen wertvollen Beitrag. Auch wenn sich das Leben im Gartenteich jetzt im Herbst etwas beruhigt, so bleiben doch die Mikroorganismen im Teich aktiv. Es bildet sich eine Schlammschicht aus Fischkot und abgestorbenen Pflanzenreste, die jetzt entfernt werden sollte. Um Probleme im Winter zu vermeiden, entfernen Sie Pflanzenreste aus dem Teich und reinigen Sie den Teichgrund. Dazu gibt es praktische Helfer, wie zum Beispiel den Pontofac 4. Mit diesem innovativen Teich- und Poolsauger von Oase haben Schlamm, Fadenalgen, Fischkot und Pflanzenreste auf dem Teichboden keine Chance mehr. Ein Großteil der Verschlammung entsteht durch Laub und andere Oberflächenverschmutzungen. Auch Staub- und Blütenpollen fallen ins Wasser, sinken aber schnell zum Teichboden und verschmutzen somit den Teichgrund. Ein Skimmer verhindert dies. Er saugt den Film ab, ehe er sich als Schlamm auf dem Boden absetzt. Der schwimmende Oberflächensauger Oase Swim Skim CWS ist ein kleines Multitalent. Kraftvoll und effektiv zieht er Schmutzpartikel wie Laub und Blütenstaub von der Wasseroberfläche in seinen Auffangkorb. Gleichzeitig versorgt er den Teich mit lebenswichtigem Sauerstoff, dank dem integrierten Sauerstoffinjektor. Wer im Herbst vor dem Laubfall ein Teichnetz über den Teich spannt, kann sich sehr viel Arbeit ersparen. Herumfliegendes Laub wird abgehalten, ins Wasser zu fallen und kann somit den Teich nicht belasten. Das feinmaschige, robuste und witterungsbeständige Oase Aquanet Teichnetz schützt den Teich im Herbst vor Laub. So wird die Verschlammung des Teichgrunds und die Faulgasbildung durch herabfallende Äste und Laub verhindert. Achten Sie darauf, bei starkem Laubfall regelmäßig die Blätter von den Teichnetzen zu entfernen. Auch Pflanzen aus der Uferzone können das Teichwasser belasten, indem die abgestorbenen Pflanzenteile auf den Boden sinken. Schneiden Sie deshalb die Pflanzen ab, ehe sie gelb werden, und entfernen sie aus dem Teich. Und Pflanzen, die gar gewuchert haben, werden komplett mit der Wurzel entfernt. Die warmen Sommermonate haben Einfluss auf die gesamte Teichbiologie. Die Wasserqualität sollte unbedingt noch einmal überprüft werden, denn kritische Wasserwerte können so vor dem Winter noch rechtzeitig reguliert werden. Die Oase Aquaaktiv Quicksticks und das Oase Online Labor helfen bei der Überprüfung der Wasserwerte und liefern Ihnen die passenden Produktempfehlungen. Wie zum Beispiel die Oase Phosless Säulen. Diese binden nicht nur giftige Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink, sondern entfernen auch überschüssige Phosphate. Mit Ihrem Einsatz während des Winters beugen Sie so bereits jetzt dem Algenwachstum in der neuen Saison vor. Je besser im Spätsommer und im Herbst vorgesorgt wird, desto weniger Probleme entstehen in den Folgemonaten hier am Gartenteich. Greifen Sie dabei auf nützliche Helfer bei der Gartenarbeit zurück, und dann steht der Freude im nächsten Jahr nichts mehr im Wege.